Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Es ist Mitternacht, ich habe gerade bis Mitternacht geschlafen. Okay, zugegeben, es sind nicht alle im Bett, aber die Ritter sitzen hier abseits und kriegen nicht allzu viel mit, hoffe ich jedenfalls, wenn ich da reingehe, um Geralt zu treffen. Da bist du ja. Also was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Es ist witzig, weil ich habe gerade nochmal das Tagebuch durchgelesen und da steht, ich soll ihn treffen, wenn alle anderen schlafen. Naja, aber die schlafen doch gar nicht. Und das sieht er ja auch, weil draußen Leute stehen. Okay. Gebe ich ihm Fleisch oder gebe ich ihm Suppe? Ich glaube, ich gebe ihm Fleisch. Ein Stück Fleisch? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? So viel du willst. Ein Stück Fleisch? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Okay. Vielleicht will er doch eine Suppe. Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Okay. Wie viel Fleisch habe ich denn eigentlich? Gebraten. 30. Ja, also. Ein Stück Fleisch? Klar. Das können wir eine Weile machen. Ich hoffe mal, ich kriege dann auch entsprechend mehr Erfahrung. Wenn ich das so mache. Ich gebe ihm einfach mal, keine Ahnung, so 10. Ah, ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. Okay, das war's schon. Beliebig viel geht dann doch nicht. Aber ja, ihr habt gesehen, irgendwann kriege ich dann 350 Erfahrung. Sehr schön. Jetzt habe ich nur das Problem, dass es stockduster ist. Ich habe allerdings, weil ich jetzt... Ach, guck mal. Weil ich ja 3 Wochen im Urlaub war, habe ich mir jetzt die letzte Folge noch mal ein bisschen angeguckt und habe gesehen, dass da ein Geldbeutel liegt. Ist mir zumindest aufgefallen. Die Frage ist jetzt nur, wo finde ich Kerolot? Genau, Kerolot. Und Kerolot war der, der seinen Geldbeutel vermisst hat. Der lag aber schon letztes Mal neben den Drachenjägern. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Er lag da. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Nee. Ich fürchte, das könnte Jad sein und da will ich auf jeden Fall nicht Verdacht erwecken, weil ich dann selber auf den Dates krieg. Und ich möchte auch nicht, dass er jetzt schon wieder aufhört zu schmieden, weil ich es für wichtig halte, dass die Paladin hier einen Schmied haben, um die Drachen und die Orks zu bekämpfen. Für Innos, denn schließlich stehen wir ja hier alle auf einer Seite, nicht wahr? Und besser ein Schmied, der gelegentlich ein bisschen was klaut, als kein Schmied, damit keine Waffen und... Naja, ich glaube, ich wiederhole mich. So. Welch ein wunderschönes Wetter. Ist ja beinahe wie im Urlaub. Also... Okay, hier in der Burg ist fürs Erste alles erledigt. Das heißt, ich speichere nochmal noch eine Runde ab. Und dann habe ich jetzt die Wahl. Entweder gehe ich auf Drachenjagd oder ich gehe auf Orkjagd. Was tue ich denn? Ich glaube, ich gehe erstmal hier runter und schaue mich mal hier drin nochmal um. Nach all der Zeit, ne, erinnert ihr euch, in Gothic 1 war das hier mein Bett im alten Lager. Da war eine Truhe damals und ein Bett. Aber das war's hier. Hier ist leider irgendwie nix. Schade. Was? Ich glaube, ich war hier sogar schon mal vor vielen, vielen Folgen im 2. Kapitel oder so. Naja. Ich suche Hoshpak. Mit denen werde ich allerdings halt leider nicht fertig. Ich bin echt noch zu schwach für die... Wobei... Das geht schon, oder? Bis auf einen Warg und einen Ork habe ich alle gekriegt, okay. Gut, aber das hier wird endgültig nichts. Spätestens die Orkelite kriegt mich. Dann muss ich immer wieder zurück. Sorry, Jungs. Von einem fairen Kampf gegen Orks halte ich derzeit nicht allzu viel. Was halt einfach daran liegt, dass ihr so viel stärker seid als ich. Sorry.
kann ja auch nichts dafür, dass ihr so stark seid. Aber ihr könnt gerne noch ein bisschen Magie von mir abkriegen, ne? Wie wär's? Hier. Wow, das ist mir dann... Wow, doch ein bisschen zu nah. Wo ist Uda? Ach, da oben. Der wurde da unten angezeigt. Ja, ne? Aber seht ihr, die Orks können hier tatsächlich nicht hochgehen. Was macht der denn da? Verdammt! Was? Seit wann können... Ich dachte, die Orks können da gar nicht hoch. Wie dem auch sei, ist natürlich jetzt eine wunderbare Gelegenheit für mich, ihn einfach in die Ecke zu drängen. Wenn er nicht so schnell wäre und so viel Schaden machen würde. Okay, das wird nichts. Selbst auf der Rampe habe ich keine Chance gegen den Ork. Mann, bin ich schwach. Verdammt. Okay, auch das wird nichts. Kletter drüber. Kletter drüber. Mann. Nein. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Oh mein Gott. Ich glaube, das mit Hosh Park wird echt nichts zurzeit. Ich bin so schwach. Die Frage ist, was kann ich tun, um besser zu werden? Die bessere Magierrüstung habe ich schon. Eine bessere Waffe kann ich mir abschminken. Denn noch mehr in Stärke will ich echt nicht investieren. Und eine wesentlich bessere Waffe ist ja auch nicht im Horizont, die ich dann benutzen könnte. Die einzige Möglichkeit wäre Magie und Mana, ne? Okay, das war unnötig. Bis Mittag hätte gereicht. Egal. Ich schlafe einfach mal die ganze Nacht durch. So. Nun denn. Für Innos. Für Innos. Was weiß ich denn über die Drachen? Die Drachenjagd. Ein Drache aus Eis. Westlich der Burg ein großes Sumpfgebiet. Garond hat vielleicht einige nützliche Informationen für mich. Habe ich mit dem nicht schon gesprochen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich dachte, das hätte ich schon getan. Andererseits, steht es da im Tagebuch noch, ne? Bist du Auric? Nope. Ich guck mal, ob der vielleicht noch irgendwas Neues für mich hat. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Im Moment... Okay. Er hat nichts für mich, aber das steht deswegen wohl im Tagebuch, weil er immer wieder was Neues kriegt. Okay. Gut, den habe ich schon angesprochen auf die Drachen beim letzten Mal, habe ich gesehen in der letzten Folge. Nee, ich bin in der Burg wirklich fertig. Also ich muss hier nach draußen, die Orks lasse ich einfach mal rechts liegen. Oder links liegen, keine Ahnung, mir egal. Und ein Drache aus Eis oder westlich im Sumpf. Hat doch die falschen Leute gehört. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal diesen Hinweisen nach. Und übrigens, das Auge Innos ist ja aufgeladen. Es ist ein Amulett, soweit ich weiß. Aber was tut es? Ich bekomme nicht Mana davon. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich bekomme 30 Schutz vor Drachenfeuer. 20 Schutz vor Magie. Meinst du, mir geht es besser? Und so wie es aussieht, 10 Schutz vor Waffen und Geschossen, okay. Das ist immerhin etwas. Das ist mehr als das Amulett der Erzhaut, muss ich sagen. Und es wird sich auf jeden Fall nützlich machen beim Kampf gegen die Drachen. Andererseits vielleicht auch nicht unbedingt, weil ich das Mana von meinem eigentlichen Amulett vielleicht auch gebrauchen könnte im Kampf gegen Drachen. Weil ich weiß nicht, ob Drachen viel Magie aushalten oder nicht. Wenn sie eh robust sind gegen Magie, dann ist es auch egal. Dann kann ich ja mit Magie eh nichts ausrichten. Dann sollte ich mir vielleicht tatsächlich diesen einen Drachenjäger, der meinte, er wäre für Geld zu haben, der oben beim Eingang zum Lintal steht, den sollte ich mir vielleicht mieten. Ich glaube, genug Geld habe ich dafür. Mehr als genug wahrscheinlich. Ach, guck mal hier, ein paar wilde Viecher. Die erledige ich doch. Ach, die Orks leider auch. Die klauen mir die Erfahrung. Ich meine, Moment, da ist ein Drachenläufer. Schattenläufer, sorry. Uah, das ist ja ein Wag. Ich dachte, das wären Wölfe. Okay, ich bin weg.
Nee, keine Wachs. Nein, keine Wachs. Vergiss es. Vergiss es. Wachs, geht weg. Tschüss. Nein, nicht zu den Lurkern. Die schlachten die doch ab. Da kriege ich wieder weniger Erfahrung. Och Mist. Nein. So, im Wasser kann er immerhin nicht kämpfen. Tja, siehst du mal. Okay, die Lurker lassen sie in Ruhe. Interessant. Tja, Wag, da kannst du nichts machen, ne? Gut, ich halt leider auch nicht. Lässt du bitte mal. Immerhin bin ich schneller als er, dass ich kann ihn abhängen. Ach, ist das nervig. Okay, wisst ihr was? Nee, wobei. Der Lurker verfolgt mich. Das ist schön. Mit dem kann ich mich anlegen. Gib mir ein bisschen Erfahrung. Ich brauche halt noch relativ viel. 6000 oder so. Boah, das hat ja reingehauen, hey. Ach, komm schon, blöder Wag. Komm schon. Lass gut sein. Bleib stehen. Bleib doch einfach mal stehen. Wir kriegen das geregelt. Bleib mal stehen. Ich hab was für dich. Ich hab feines Nom-Nom für dich. Wo ist halt's hin? Ach, da. Nein! Daneben! Mist! Ich krieg's einfach nicht hin. Okay, egal. Soll er machen, ist mir egal. Soll er machen. Soll er abhauen. Auch gut. Wag sie mir einfach zu stark zur Zeit. Ich esse mal die Äpfel. Vielleicht reicht es ja noch für ein bisschen Stärke. Sieht nicht so aus. Hey, die Wanzen aus der Schmiede. Weg damit. Brauche ich nicht. Ich hau die mal alle weg. Ich muss ein bisschen aufräumen. Ich habe so doppelter Hammer. Ach, der macht Schaden, gell? Den habe ich aber nur dabei, falls irgendeiner so einen will. So war das. Feldrübe macht genau gar nichts. Okay. Dann trinke ich jetzt Tränke. Und zwar brauche ich 70 Lebenspunkte. Also so ein... Also 170, meine ich. Und dann fehlen mir noch 3. Tja, dann ist noch ein Apfel. Ein einziger Apfel. Schade. Naja, so kann es gehen. Okay. Ich werde jetzt zum Sumpf gehen. Westlich des alten Lagers. Westlich der Burg. Und mal schauen, ob ich mit dem Drachen alleine zurechtkomme. Und wenn nicht, dann werde ich mich zurück teleportieren. Uah, Drachensnapper. Wie komme ich an denen vorbei? Ich kann den Fluss entlang, ne? So habe ich das doch immer wieder gemacht früher, auch in Gothic 1. Das probiere ich einfach mal. Ob das denn nicht funktioniert. Habe ich schon diese Höhle durchsucht? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon mehr als einmal. In Gothic 1 war ich auf jeden Fall drin. Im 2. Spätestens jetzt auch. Aber ich glaube, da war ich sogar schon. Die ist ja so direkt nebenan. Kann mir nicht vorstellen, dass ich da nicht drin war. Nun denn. Ich wollte jetzt ja eigentlich in diese Folge auch ein bisschen mehr Action wieder reinpacken, aber das hat halt irgendwie nicht so ganz geklappt. Es sei denn, ihr findet das actionreich, wenn ich gegen Orks abkacke. Ja, ich weiß nicht. Nachdem es da so gut geklappt hat, auf dem Weg zum Minental, in dem Canyon, dachte ich mir, ich könnte vielleicht hier ein bisschen was besser machen. Okay, also da hinten sieht es auf jeden Fall schon mal nicht mehr so aus wie früher in Gothic 1. So viel ist sicher. Ich wüsste allerdings gerne, was hier in diesem Lager ist. Moment, war ich hier nicht schon? War ich hier schon? Weiß ich gar nicht mehr. Hey, du. Kommt mir so bekannt vor. Ich hab grad keinen Käse dabei. Mist. Wäre auch zu schön gewesen. Sag Bescheid, wenn du welchen hast. Richtig, ich war hier. Der wollte einen Käse. Hast du jemanden vorbeikommen sehen?
Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er, er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Aha. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Hm. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind. Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Warte mal. Hey, genau, die schrägen Vögel. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so'n Zeug. Ach, wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Er meint die Drachenjäger. Natürlich. Das sind die schrägen Vögel in Rüstung. So, ich würde gerne hier runter und in die Höhle bei Kavalorns Hütte, um zu schauen, ob es da nicht noch was gibt. Aber das werde ich, glaube ich, nächstes Mal tun. Beziehungsweise, ich werde jetzt noch hier runterhüpfen und einen kleinen Blick in die Höhle werfen, um zu schauen, ob ich den Rücken frei habe. Aber ja, das habe ich. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, die Folge ist ein bisschen kürzer, weil ich gerade mehrere aufnehmen muss, um wieder einen kleinen Puffer zu schaffen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich im Sumpf auf Drachenjagd gehe. Jawohl, so sieht's aus. Bis dahin, auf Wiedersehen.